Moinsen! Na, kennt ihr eigentlich dieses epische Play, wo Faker Ryo vernichtet hat? I'm like, even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker may be in trouble, your death mark tries to clean it up for Ryo. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Faker, what was that? Faker with a huge... Tja, und diese Szene wollen wir uns heute so ein kleines bisschen näher anschauen, was denn da so passiert ist, beziehungsweise was wirklich passiert ist. Denn es gibt nämlich einige Aspekte, die man bei der Analyse dieses wirklich starken Gameplays ein bisschen unterschätzt hat, und wir gehen das heute durch. Beginnen wollen wir aber mit dem Auseinanderfriemeln der Situation, wie es ein normaler Analytiker sieht. Die Ausgangssituation für Faker ist erstmal miserabel, denn er hat sehr, sehr viel Leben verloren, hat den Tower ein kleines bisschen getankt, beide stürzen sich mehr oder weniger aufeinander, auch die Blade of the Ruined Kings sind bereits draußen, und glaubt mir, die Gegenstände, die die beiden Charaktere tragen, sind äußerst identisch. Werfen wir also nur einen näheren Blick darauf, was als nächstes passiert. Denn der Initiator dieses ganzen Kampfes ist erstmal Faker selbst. Er kommt mit der Ultimate auf Ryo draufgestürzt, hat es noch geschafft, ein E rauszubekommen. Die Reaktion von Ryo war auch ebenfalls nicht schlechter, denn er hat versucht, dem Ganzen zu entgehen, hat seine eigene Ultimate auf Faker gesprochen, aber einen kleinen Fehler gemacht, denn er hat sein E nicht getroffen. Hauptgrund dafür war, dass Faker in der Lage war, sehr, sehr schnell zu flashen, also auf die andere Seite zu kommen, und er konnte das QSS aktivieren, das bedeutet Ryos Ultimate zum einen entfernen und natürlich auch sein Ignite. Ziemlich praktisch, dieser Gegenstand. Beide stehen sich nun gegenüber. Ryo hat witzigerweise die Plätze nochmal getauscht, also er hätte einfach ein paar Auto-Attacks auf den Kollegen drauf machen können. Aber nein, er hat sich entschlossen, weg zu teleportieren mit seinem Schatten und hat dann ja, ein Shuriken von Faker gefressen. Seine Shuriken-Aktion bzw. sein Q war noch nicht mal perfekt. Man sieht, wie viele daneben knallen. Das heißt, er hat wahrscheinlich die Maus sehr, sehr nah an seinem Charakter gehabt. Naja, und nicht auf der anderen Seite des Schattens bzw. des Charakters. Dieser Faker so bad. Aber nun hat Ryo bemerkt, alles klar, ich habe jetzt ganz schön viel abbekommen, will sich dann nochmal auf Faker draufstürzen, versucht auch da seine Autotext draufzuregen, aber Faker flasht nach Norden, was dazu führt, dass Ryo alle seine Shurikens verfehlt. Und das ist ein Riesenproblem für einen Setspieler, denn die Shurikens sind seine Hauptschadensquelle, je mehr, desto besser. Damit war also Faker in der Lage, wieder sehr, sehr viel Schaden zu entgehen. Ryo stinksauer, flasht nochmal hinterher, will irgendwie an ihn rankommen und... ja, Faker outplayed ihn erneut. Denn er hat es geschafft, mit seinem W sich hinter ihn zu platzieren, danach anschließend sein E zu aktivieren und ihn aufzuschlitzen. Faker entkommt somit mit super wenig Leben, konnte aber Ryo ganz geschmeidig outplayen. Das ist erstmal die Analyse des Plays an sich. Faker hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat natürlich dann gerade mit dem Flash die ganzen Shurikens verhindert. Das war sehr, sehr entscheidend. Nun aber der genaue Blick, was denn wirklich passiert ist. Den Ryo hat offensichtlich Fehler gemacht, aber einige sind ultra spezieller Natur und Faker zeigt halt, dass das Set doch ein bisschen besser spielen kann. Spulen wir nochmal auf die Situation zurück, wo Faker das erste Mal seine Ultimate aktiviert und Ryo versucht, seine eigene Ultimate als Blockvariante zu verwenden. Er wollte Schaden entgehen, mal selber das Deathmark platziert. Und hier passiert nun Folgendes. Als Faker Ryo geultet hat und dann wieder sichtbar wurde, hat er es innerhalb dieses minimalistischen Zeitfensters geschafft, zwei Dinge zu tun. Zum einen hat er einen Autotank durchbekommen und sein E, ne? Ein Flächenschaden. Das hätte niemals passieren dürfen und es sieht auch nicht so aus, als wenn es trifft. Wenn wir hier Frame for Frame durchgehen, bemerken wir, dass Ryo schon längst weg ist. Aber wer genau hinschaut, wenn wir genau reinzoomen, können wir sehen, dass eine riesige Blutfontäne zu sehen ist. Bei Zed, seinem E, spritzt sehr, sehr viel Blut aus den Opfern, mehr oder weniger. Und Ryo wurde wirklich von dem Auto-Attack und von dem E getroffen. Das hatte zur Folge, dass er aus seinem Deathmark rauskommt und bereits 500 Leben verloren hat. Das ist so viel, das ist unnormal viel, was natürlich Fakers Schaden bezogen auf seine eigene Ultimate unterstützt. Beide haben ja bereits ein ordentlich hohes Level erreicht. Na, das ist die eine schlechte Nachricht für Ryo. Er war nicht in der Lage, die gleiche Combo wie Faker rauszubringen, denn Faker konnte aus seinem E wegflashen, er hat den Schaden nicht kassiert. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, wo Ryo ordentlich kassiert hat und natürlich das Deathmark von dem guten Faker massiv untersetzt. Gut, und jetzt kommt aber eine Mechanik, die so ein kleines bisschen im Schatten verborgen war. Denn Faker hat es ja geschafft, mit diesem wunderschönen Flash die Shurikens zu entgehen. Das war aber nicht der Hauptpunkt. Wir gehen jetzt zu der Situation, als Ryo mit dem Schatten getauscht hat und sehr, sehr nah an ihm dran war. Und hier kann man sehen, er ist gerade dabei, einen Auto-Attack auf Faker durchzubringen und er hat es nicht geschafft.
Er hat seinen eigenen Auto-Attack durch die Animation des Qs gecancelt. Na, man kann das hier schon beobachten, dass Faker bereits dieses leichte Blutspritzen, was bei Zeds Auto-Attack normal ist, schon abbekommt. Na, man sieht schon die Animation, dass es Blut spritzt, aber kein Schaden kommt raus. Naja, und für diejenigen, die das jetzt nicht glauben, ich selbst bin in einen Custom-Gain reingegangen und man kann ja seine eigenen Auto-Attacks abbrechen. Na, du kannst sie angreifen und der schwingt bereits seine Klinge oder seine Keule und man kann weggehen und es passiert kein Schaden. Und bei Zed ist das Ganze zweistufig. Ihr könnt das normal machen oder ihr könnt schon so zuschlagen, dass bereits Blut spritzt, aber kein Schaden entsteht. Und das ist Ryu passiert. Das bedeutet, er hat hier diese Aktion durchgeführt, hat sein Auto-Attack gecancelt, Faker hat keinen Schaden bekommen. Und hier nochmal der Vergleich. Na, viele sagen, der hat den Auto-Attack geflasht. Das geht nicht. Na, man kann keine Auto-Attacks dashen und verhindern. Die nächste Szene zeigt das, denn beide sind nun weggeflasht, er versucht hinterherzukommen und hier macht Ryu den letzten Auto-Attack. Na, eigentlich in den Schatten hinein. Faker hat ja bereits getauscht. Und Faker bekommt noch den Schaden ab. Diesmal hat Ryu die Animation nicht abgebrochen, sondern durchgebracht und Faker kommt hier mit seinen 150 Leben knapp nochmal davon. Hätte er einen weiteren Auto-Attack von Ryu zu diesem Spielzeitpunkt hier erhalten, wäre es wenigstens ein 1-1 gewesen. Faker hat natürlich in dieser Situation offensichtlich outplayed, und zwar brutal. Aber Ryu hat einfach durch das Canceln seiner eigenen Auto-Attack-Animation dieses Play überhaupt erst möglich gemacht. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. War, wie gesagt, noch was anderes. Wenn ihr noch ein cooles Play habt, schickt mir das Ganze einfach. Könnt ihr es ja per YouTube-Nachricht machen. Vielleicht können wir das ebenfalls durchgehen, wenn es etwas Mysteriöses ist. Gut, haut rein und viel Spaß beim Ranked.